Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Frostbrank. Mein Name ist Marox, Entschuldigung. Und wie ihr seht, sind wir schwer beschäftigt hier. Wir müssen das ein bisschen langsamer machen. Wir haben noch Zeit bis zum 37. Tag. Wir müssen so viele Ressourcen wie nur möglich sammeln. Ja. Motivation plus minus 0, das 30, also in dem Bereich bewegen wir uns die ganze Zeit. Entschuldigung liebe Leute, oh, meine Stimme ist sehr heiser, aber ich versuche laut und deutlich zu sprechen, so dass man mich auch versteht. Aber jetzt mal wieder zurück hier zur tatsächlichen Mission. Hier haben wir schon 30 Mitarbeiter, glaube ich. Warte mal, war das so? Nee. Da war doch irgendwas. Ist es schon fertiggestellt, siehst du? Baue zwei Stützrahmen. Den ersten haben wir. Wir brauchen noch den zweiten Stützrahmen. Da. 30 Mitarbeiter. Zack, auf die Baustelle. Mit alles drum und dran, Regeln. Verwende 6 Bauprofile, um leichte stützende Gebäude um Arbeitsplatz zu bauen, um die Sicherheit für 24 Stunden um eine Stufe zu erhöhen. Machen wir jetzt erstmal nicht, weil wir müssen mal ein bisschen mehr von denen. Bauen auch nochmal von denen welche hier. Wir gucken mal. Und von denen natürlich 25 Stahl. 25 Stahl. Stahl ist immer so eine... Ich weiß auch nicht. Das ist einfach eine Rarität bei uns hier in Stahl. Obwohl wir durchgehend arbeiten. Zu dieser Tageszeit ist geschlossen. Wie gesagt, ich habe das irgendwo schon mal gelesen mit den 24-Stunden-Gesetz. Wir können lebenserhaltende Maßnahmen... Das können wir noch mal später... Aber das ist jetzt nicht für uns relevant, da die Ingenieure. Kurze Schicht. Arzneiausgabe. Interne Beförderung. Was bezweckt das? Neue Fähigkeiten. Interne Beförderung. Fabrik. Aufsichtsbehörde befördert 5 Arbeiter zu Ingenieuren. Die Motivation steigt leicht an. Okay. Wir haben eine Strafkolonie, Streik, Sicherheitsaußenposten, oh. Neue Gebäude, Sicherheitsaußenposten, verbesserte Aufseherstation, Sicherheitsaußenposten senken die Unzufriedenheit am Arbeitsplatz in der Nähe. Das ist interessant. Und dann haben wir noch hier weitere Gesetze wie Streitunterbindung, Klassentrennung und Strafkolonie. Interne Beförderung. Kurze Schichten. Kurze Schichten steigern die Arbeitssicherheit um eine. Motivation steigt leicht. Das ist, aber es gab auch, ich habe irgendwo gelesen, 24-Stunden-Schichten, aber wo? I don't know. Bestattungszeremonien haben wir nicht ausgewählt. Dafür werden die Leichen... Kokainpillen. Verwende Speisehaus Kokainpillen, um die Motivation zu steigern. Geringen Risiko auf Todesfälle durch Überdosis. Im Moment brauchen wir das Zeug nicht. Also wir können ganz getrost eigentlich um die Arbeit. So. Das können wir zum Beispiel machen, um die Motivation wieder ein bisschen anzuheben. Und hohe Streikchance. Okay. Warum wollen die Mitarbeiter streiken? Verstehe ich jetzt nicht. Wie liegen wir in der Zeit? 5 Stunden. Bauen Sie die Gießerei, baue den Kern, baue 2 Stützrahmen.
Für den Kern benötigen wir noch, warte mal, wir sind ja noch nicht fertig. Wir brauchen noch 50 und Stahlgemisch. Ja. Das Stahlgemisch ist noch nicht so irgendwie unseres. Oh Mann. Wir versuchen es. Wir können da zum Beispiel hier, wird nicht benötigt. Gehen wir lieber hier drauf. Und dann haben wir schon 13 Stahlgemisch. Oh, die einen sind ja hier die Wildbeute. Der bringt genug Stahl mit und ein paar Sachen mit, was wir hier gut arbeiten können, um dieses schnell zu beenden. Holz haben wir ja jede Menge. Wie sieht es denn da hinten am Hafen aus? Sind sie alle beschäftigt? Nochmal nachchecken. Einmal kurz drüber gucken. Auch 8 Stunden. Ja. Hier waren wir auch mit 8 Stunden. Wir haben 2 Kranke. Wie kommt das? Was war? Okay, durch die Baustelle. Meine Stimme ist so heiser. Ey. So. Jetzt warten wir nur, dass die Schichten gleich beginnen. Wir könnten noch... Unterkünfte haben wir genug. Transport ist angekommen mit 6 Ingenieuren. Genau, die Ingenieure, die waren wirklich notwendig. Die brauchen wir nochmal. Oder wir können auch nochmal... Wir können nochmal... Genau. Wir nehmen nochmal 6 Ingenieure. Warte mal. Da war irgendetwas, wo ich noch Ingenieure gebraucht habe. Ich weiß zwar nicht mehr, was es war, aber irgendwo habe ich noch Ingenieure benötigt. So. Oder haben wir die nur so als Reserve jetzt genommen? Zum Beispiel hier können wir 2 Mitarbeiter. Ah, herrlich. Jetzt können wir mal richtig loslegen, du hier. Das war mal ein total guter Fang, du immer. So. Also, wir haben alles erkundet. Bis auf... so, wir... Warte mal. Ihr müsst nochmal da raus, liebe Jungs. Da... Darüber. Alles klar. Die machen sich auf den Weg. Wir benötigen noch jede Menge von dem Zeug hier. Giftgase, Basissicherheitsstufe. Ja, aber wir können da jetzt nicht hier Rücksicht auf euch nehmen, nur weil ihr meint, ihr müsstet jetzt hier... So, wir können die da rausnehmen. Mann. Die Jungs am Hafen ackern auch, so dass wir die Kühlschränke voll kriegen. Umso mehr Nahrung, umso besser. Ich glaube, wir haben das auch alles auf normale Mahlzeiten wieder umgestellt. Sehr gut. Badehäuser haben wir auch genug da. Kohle ist noch genug da. Wir haben ja auch noch hier jede Menge Leute hier eingesetzt. 15 hier, 15 hier an Kohle. Oh. Das ist alles sehr gut. Das fühlt sich richtig gut an. Ich hoffe es, weil es kann immer noch irgendwie wieder was schief laufen. Proteste. Ja, Vollgas. Wir haben extra den jetzt ausgewählt, damit wir in 11 Stunden fertig sind. Dann liegen wir im Zeitrahmen. Das nächste wäre... Der Kern braucht 25 Stütze. Wir brauchen dann nochmal 25 von denen. Und danach Kosten der Phase. Also. Phase 3 kurz vorm Abschließen, liebe Leute. Das nenne ich mal was. So, okay. Dann können wir noch mehr Profile herstellen.
so viele Profile wie nur möglich. Wir brauchen nochmal mindestens 20, 25 Profile. Machen wir 25 Profile. Und davon. Stahl ist halt, dafür wird echt viel Stahl benötigt. Hier die Gießerei, die sieht ja aber auch, die sieht aber auch aus, du. Ne. Das sind hier die letzten Notreserven an Holz, werden jetzt hier zusammen. Wie viel Power du brauchst, nur um Holz herzustellen, ne? Also wirklich, das ist 15 Mann hier. 10 Mann sind hier am Malochen. Wir können neue Gesetze erlassen. Entweder gehen wir zur Administration und dann hier. Guck, Sicherheitsposten werden gebaut. Was sagen die? Dieser Ort verkommt langsam zu einer Strafkolonie. Keine Sorge, Kameraden. Die anderen sollten sich fürchten, nicht wir. Keine Sorge. Entschuldigung, lieber Leute. Oh Mann. Also. Ich würde gerne eine Feuerstelle nehmen. Und Heizkörper ermöglicht den Einsatz von Heizkörpern zum Erheizen von Arbeitsplätzen während der Arbeitszeiten. Jeder Heizkörper erhöht die Temperatur eines Arbeitsplatzes um eine Stufe und verbraucht im Betrieb eine Kohle. Und was wäre Dämmung? Sanitärstationen, Arzneiausgaben, Krankenhäuser und Pflegeheime werden wärmer. Das ist uninteressant. Erlaubt es uns, Feuerstellen zu bauen, die Kohle verbrennen und dabei die Temperatur in der Nähe erhöhen. Das ist unser nächstes Ziel. Falls doch, die Temperatur wird jetzt nämlich die Tage wieder fallen. Und wir müssen die Dinger dann hinbauen, okay? Also. Wir haben was Neues. Und zwar Sicherheitsaußenposten. Jetzt hier zwei Sicherheitsaußenposten hingestellt, in der Hoffnung, dass das auch alles so funktioniert wie gewollt. So, ich finde, hier drinnen sollte ruhig alles dass die Leute überall hinlaufen können dann halt, ne? Na, das ist ganz wichtig. Gerade wenn du so Sicherheitsdinger hast, dann müssen die Leute schnell reagieren können, wenn jemand meint, der müsste da Ärger machen. So. Das ist prima. Das gefällt mir. Oh, jetzt kommt's. Undankbare Bastarde. Sir, die Arbeiter, die du selbstlos gerettet hast, haben unseren Einwohnern dazu überredet, einen Streik zu zetteln. Sie fordern sichere Arbeitsbedingungen, kürzere Arbeitszeiten, gesünderes Essen, bessere Unterkünfte und höhere Löhne. Es ist unmöglich, alle ihre Forderungen nachzukommen. Was sollen wir tun? Setzt tödliche Gewalt ein, um sie zu beruhigen. Volksmiliz oder Sicherheitsaußenposten erforderlich. Ein Arbeitsplatz an der Baustelle tritt in Streik. Ach Gott, jetzt gehen die nochmal in Streik. Wir können 6 Bauprofile hier. Was hält ihr denn davon? So, jetzt haben wir 6 Bauprofile dafür verschwendet. Die Arbeitsplatz bleibt bis zum nächsten Tag geschlossen. Die Forderungen können massiv ansteigen. Okay, beruhigt sie mit doppelter Ration. Früher steigt erheblich das Streikregel. Der Arbeitsplatz bleibt bis zum nächsten Tag geschlossen. Die Forderungen könnten massiv ansteigen. Ich habe da überhaupt keine Wahl hier. Welche soll ich denn jetzt hier nehmen?
Ihr kriegt doppelte Ration. Okay. Jetzt geht wieder an die Arbeit. Wir müssen die Dinger wieder zurückholen, die wir für die Baustelle verwendet haben jetzt hier. Damit wir in 4 Stunden fertig sind. Ist zwar ein Unfall gewesen jetzt. Eine totale Verschwendung, aber was sollen wir machen? Also wir können nicht doch, eins können wir machen. Ich wollte eine Kirche dahin bauen, um die Gemüter ein bisschen zu beruhigen. Aber hier funktioniert das irgendwie nicht. Die Aufstände werden trotzdem kommen hier. Also das können wir nicht wegreißen, leider. Okay, Technologien. Also, wir müssen die Leute ein bisschen warm halten. Was kostet denn überhaupt so ein Bau einer 10 Stahl? Ich würde die gerne jetzt bauen. Fangen wir mal von hier vorne an. Wir fangen immer von hier vorne an. Also. Innerer Kreis. Wenn wir... Wenn wir erstmal die Baustelle sichern, ne? So, der eine geht bis hier, dann geht der zweite bis hier. Wenn der zweite bis hier hingeht, geht der dritte. Bis hier. Der dritte bis hier geht, geht der vierte bis hier. Ach nein. Also da geht's schon mal nicht mehr. Also können wir nur. Genau. So, und wenn der bis da hinten hingeht, kann der in dieser Reihe schon stehen. Der nächste. Der nächste, der in dieser Reihe steht, kann bis hier. Und wenn er hier, dann geht das bis. Warte mal. Bis dahin geht er. Dann geht er bis hier. Wenn der bis dahin geht, dann. Ich muss immer den Kreis abmessen, damit wir nicht. Warte. Weil, wenn die Temperaturen fallen, dann ist es schon zu spät, die Dinger zu bauen. Wir müssen uns jetzt darum kümmern, bevor wir in die Kälte hineinkommen. Ne? Das lasst euch gesagt sein. Wir kümmern uns um unsere Einwohner. Also hier bis hier. Quasimodo. So, warte mal. Ne, den haben wir jetzt ja hierhin platziert. Jetzt wäre der nächste hierhin. Und warte mal. Der nächste wäre dann hier. Und der nächste. Ah, haben wir denn nicht schon die Runde bald? Warte mal. Hä? Da ist doch einer. Und da ist doch einer. Da. Und der andere war hier. Okay. Wir müssen ja auch ein bisschen jetzt versetzen, glaube ich. Sonst kriegen wir Schwierigkeiten. So. Genau. Wenn der da ist, dann kommt der nächste. Weil der und der sind hier. Dann wäre der nächste hier. So, ich muss das ein bisschen präzise angehen.
denn der hier ist, ne? Ist der nächste hier. Und der nächste wäre. Hier würde ich sagen, fast. Und der nächste wäre. Hier. 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 Kein Stahl mehr da. Das war's. Wie viel brauchen wir denn noch? Den Kern habe ich schon 25. Wir brauchen noch 25 von diesen Bauprofilen. Also insgesamt 50 Bauprofile. Oh je. Die haben ja eigentlich auch mal ein bisschen Arbeiter gehabt. Die auch mal ein bisschen was machen konnten, ne? Aber gut. Wenn es dann halt so ist. Die bauen jetzt erstmal darum. Und bauen die Dinger jetzt auf. Weil die Temperatur wird in noch eine Stufe fallen. Und wir müssen effizienter Brenner zum Beispiel. Feuerstellen verbrennen, 300 weniger Kohle. Da müssen wir hin. Da müssen das hier. Das hier müssen wir erstmal jetzt. Diese Bereich müssen wir uns drum kümmern. Können wir aber nicht, wenn wir. Wir sind gut in der Zeit. Ein Tag vor Fälligkeit. Wir konnten diese Kerne, diese Dampftauscher gut einsetzen für die, sag mal gleich hier, für die, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Aha, seht ihr das? Liebe Leute, du guck mal hier. Wir müssen die alle ausschalten hier. Weil die werden jetzt noch nicht benötigt. Die würden uns alle die Kohle wegbrennen. Sehr gut, ne? Prima. Wir sind auf einem guten Weg. Wir brauchen nochmal 5 Ingenieure hier. Aufseher werden an Arbeitsplätzen geschickt, um die Arbeiter zu motivieren und zu nerven. Und der Turm steigt, siehst du, das ist doch mal was. Das ist doch mal was jetzt hier wieder. Wo ist denn das Licht? Aber das ist da aus. Oder ist das... Ach so, das ist nur so eine Vergrößerung. Okay, alles klar. Da läuft es hin. Da. Die nächste 25 Stahl müssen dafür verwendet werden. Wir können erst morgen wieder weitermachen. Liebe Leute, ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Wir treffen uns in der nächsten Schicht.